Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Shaman King, Master of Spirits. Im heutigen Part gehen wir weiter in dieses Gebiet, was auch immer das sein wird. Okay, ich war gerade schon... Wird das ein Eisgebiet? Nein. Ach du! What the heck? Was soll das denn? Also ernsthaft, wie sollte man denn dagegen jetzt vorgehen? Was ist denn das schon für ein Anfang? Ich meine, wenn man ja irgendwas zum Runterwerfen hätte, dann wäre das ja kein Thema. Aber die Gegner sind ja erstens alle super tanky und zweitens war das ja eine riesige Welle, bei der man die meisten nicht mal mit... Oh, und da ist noch... Das ist noch das dumme Schaf. Wir haben einfach jetzt schon, bevor wir das Level richtig angefangen haben, fast alles verloren. Mama. Okay, schauen wir uns mal Mama an. Oh wait, stimmt, ich habe mir Michael noch gar nicht angesehen. Der ist wahrscheinlich besoben, weil es ein Dingsens ist. Nein. Werde zu einem Schäfchen und beweg dich sehr schnell. What the heck? Das klingt witzig, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Michael, attackiere den Feind mit einem Engelsangriff. Okay. Schauen wir uns beides mal kurz an, würde ich sagen. Okay, das sieht wild aus. Und das Schaf, Mama. Oh ja, das ist cool. Wir brauchen Tokagero und Lee Pai Long für sowas nicht mehr. Das ist ja geil. Und wegen der Geschwindigkeit und der Höhe kann ich auch einfach Gegner skippen. Oh mein Gott, aber guckt euch diese Menge an Gegnern an. Das ist lächerlich. Oh, das war knapp. Okay. Okay, okay. So, Chloe. Homing Pendulum. Der nächste Pfeil müsste doch auch gleich fliegen, oder? Wir machen mal Daodando. Okay. Das lief gut, das lief gut. So, Vögelchen, komm her. Ich war eigentlich gerade schon mental darauf vorbereitet, einfach das Gebiet zu resetten, also beziehungsweise zu sterben. Aber ich denke, es läuft gerade ganz gut. Oh, dämlicher Piepmatz am Ende. Na gut, egal. Wir wissen, dass wir da hochkommen können. Dann machen wir das auch. So, ein paar gute Schwünge mit Chloe und dann kriegen wir das auch hin. Zack, dachte er. Und das ging komplett schief. Okay. Übrigens, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist neben Metapher, was ja am Ende meines letzten Videos runtergeladen hatte, fertig bei mir. Auch... Ach nee, ich dachte wirklich, das reicht, aber es hat nicht gereicht. Auch Dragon Ball Sparking Zero rausgekommen. Und ich bin so verlockt, das tatsächlich auch jetzt noch zu kaufen. Aber die Sache ist, ich habe schon so viel Geld diesen Monat für Spiele ausgegeben und ich denke, ich kann auch noch bis nächsten... Ach, verdammte Axt. Bis nächsten Monat dafür warten. Aber ich bin super gespannt darauf, weil ich in meiner Kindheit und Jugend halt sehr, sehr viel Budokai Tenkaichi gespielt habe. Also alle drei Teile, hauptsächlich aber Teil 2 und 3. Und Sparking Zero schlägt ja wieder in dieselbe Kerbe, deshalb habe ich richtig, richtig großes Interesse daran. Pascal Avaf. Ich habe den Namen schon mal gehört. Wer war das? Olmeca, halte mitten in der Luft inne, wö? Okay. Was soll uns das bringen? Ich meine, das ist ja cool, aber es bringt uns doch nichts, oder?
Es könnte ganz gut zum Dodgen von gewissen Angriffen sein, die ein gewisses Timing benötigen. Aber ansonsten? Ha. Na egal. Ich gehe mal auf Nummer sicher und esse mal einen Burger. Damn. Der hat keinen Chill. Oh mein Gott. Nice. Burger nimmt 2 ein. Das heißt, ich kick einmal gegen Gift. Und da ist noch eine Nudelsuppe. Oh mein Gott, was? Ja, ja, bitte. Das ist, was wir die ganze Zeit gebraucht haben. Mal eine schöne, schöne große Ladung an Heil-Items. Ah, natürlich, natürlich. Okay, oh, ich komme nicht mal an das Blatt. Ist auch egal, ich verwende die Chibi Chibi oder Chiki Chiki Mori oder wie auch immer die heißen, eh nicht. Okay, Endstein konnten wir locker dodgen. Und auch wenn das Gebiet überladen ist mit Gegnern, ist das bisher sehr viel fairer als das vorherige Gebiet. Deshalb kann ich auch ganz gut damit leben, wie das bisher läuft. Bevor wir rechts weiterlaufen, schaue ich erstmal hier oben. Ich sehe hier legitim einfach nichts, was ich machen kann. Wofür ist das da? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Wow. Das war ein kleiner Albtraum. Okay, okay. Langsam. Langsam. Okay. Das Gebiet ist anders stressig. Einfach nur, weil man hier nicht zurück will. Man will unter keinen Umständen zurück, weil alle Gegner dann ja resettet werden. Homing Pendulum. Na, wieso? Ich find's wirklich schade, dass Homing Pendulum so eine große Lüge ist, weil es halt einfach nicht Homing ist. Okay. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir sind safe. Halbwegs zumindest. Na komm, Hund. Na greif an. Nein. Okay. Ein paar Münzen. Das heißt, wir dürften jetzt wieder genug haben, um uns einen Burger zu leisten. Ja. Das heißt, wir können jederzeit einen verwenden, falls wir Bedarf haben. Oh nein. Ah, du willst mich doch trollen. Okay, Chloe, dann schieß halt über den Ring hinüber. Warum auch nicht? Das war knapp der Sprung. Gott, mit all den Vögeln hier ist das auch echt nicht spaßig. Okay. Nein, der Hit ging nicht durch. So, was auch immer unten ist, ich werde mich dem jetzt nicht... Na, come on. Nein, oh was, das wäre echt knapp gewesen. Egal, wir können einen Burger essen. Ich werde mich dem nicht annehmen, wollte ich eigentlich sagen. Weil, ja, viele Gegner und... Optionales werde ich halt jetzt auch nicht mehr priorisieren. Wenn es direkt auf der Strecke liegt, okay, meinetwegen, aber nicht in einem Gebiet, in dem man buchstäblich überrannt wird von Gegnern.
Also ich habe echt 0, gar keinen Bock zu erkunden und ich bin froh, dass der Schlüssel wenigstens auf dem Weg lag. Okay. Alles noch safe irgendwo. Vor allen Dingen, wie viele Gegner das halt aus sind. Und das sind alles solche Tanks. Das ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, okay, die hat man schnell mal erledigt. Nein, man braucht ja eine Weile, um die zu besiegen. Das ist so weird. Aber gut, wir haben es geschafft. Ist das vielleicht sogar schon der finale Kampf? Wir haben gerade eine Quote von 82. Ich habe nicht alle Seiten, ich habe nicht alle Magatamas. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal wirklich stark davon aus, dass das der Finalkampf ist und der Rest halt einfach nur das Optionale ist, was mir fehlt. Okay, was auch immer, wir gehen rein. Big Farm! What the heck? Oh mein Gott. Du hast mich gerade einfach mal komplett eradicated. Da haben wir einen ganz schönen Gegner vor uns. Der macht einfach über 100 Schaden mit jedem Angriff. Das heißt, jeder Dodge muss sitzen gegen ihn. Und auch jeder Schlag. Okay, gehen wir rein. Ich würde Mama hier erstmal gegen Amidamaru austauschen. So, und dann kämpfen wir. Ah, mein Gott. Der Intervall zwischen den Angriffen ist viel zu gering. Okay, lieber so den Schaden genommen als anders. Essen wir den Burger. Ah, es geht nicht drüber. Sag mal, wie viel hältst du aus? Oh mein Gott, hör auf! Also ich werde sowieso gleich resetten, aber... Ich muss halt testen, ob ich ihn überhaupt besiegen kann oder ob ich an ihn nur vorbeirennen kann. Weil das Mistvieh, das macht viel zu viel Schaden. Und wir haben ihn geschlagen. Golem. Oh, jetzt weiß ich, wer das ist. Golem ist das Teil, was die Kinder wiederbelebt haben. Feuerstrahlen, die alles durchbohren können. Okay. Wir haben alles verloren in diesem Kampf. Wir haben buchstäblich alles verloren in diesem Kampf. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt weiterzumachen. Ups, das war nicht geplant. Und wenn ich rausgehe, respawn das Ding. Und ich habe keine Nudelsuppe, keine Burger, kein gar nichts mehr. Ich könnte mir noch zwei Burger kaufen, aber das wäre halt Schwachsinn. In die... Oh wait, mir ist gerade aufgefallen, dass Amidamaru, ich habe gerade Muskel rausgenommen, Amidamaru hier ja ohne Muskel eine ganz andere Fähigkeit hat. Den Kampf kann ich nicht gewinnen. Nicht unter diesen Umständen. Okay, ja. Das heißt, das Ding würde sogar vielleicht mehr bringen ohne Muskel, unter Umständen. Ah. Vielleicht sollte ich hier versuchen, mit Pascal Awaf dran vorbeizuspringen. Okay, nevermind, das hat funktioniert. Okay.
Ich will schauen, wie weit ich kommen kann. Dann kann ich überlegen, ob ich Golem beim nächsten Mal skippe, weil es einfach nicht wert ist. Also ihr habt den Kampf ja gegen Golem gesehen. Und da würde ich viel lieber meine Highlight-Items für was auch immer danach kommt, aufheben. Oh was? Oh was? Das ist wirklich perfide. Nein! Okay, Leute. Wie gesagt, wir bekämpfen Golem nicht. Wir rennen an ihm vorbei, nutzen Mama dafür und ich denke, dann dürfen wir problemlos aus der ganzen Sache entkommen. Ich meine, ich mache hier ja keinen 100% Run und nee, der wäre es auch nicht wert. Ihr habt es gesehen. Okay, Mikto Kagero, Muskelmama hier. Und let's go. Mama ist so gut. Ich bin froh, dass wir es bekommen haben. Zum Glück ist an Golem nicht der Schlüssel gekoppelt gewesen. Das wäre nämlich sehr, sehr mies. Stellt euch vor, wir hätten Golem besiegen müssen, um an den Schlüssel zu kommen. Das wäre wirklich, wirklich schrecklich. Aber so unter den Umständen hier, denke ich, ist das noch alles machbar. Gut. Den haben wir weg. Was? Die Bombe war doch basically schon nicht mehr existent. Das war fies. Egal, das Geld nehme ich mit. Okay, das ist auch noch fair. Den Stein, den lassen wir fliegen. Komm, komm. Geh drauf, jawohl. Eine normale Fledermaus. Kurz vor Ende des Spiels. Das ist auch wild. Ah, was? Okay, die normale Fledermaus carried normale Steine. So, wo sind wir hier? Ich muss sofort herausfinden, wo ich den Schlüssel finde. Wait, das kann ich doch mit Mama machen, oder? Ha! 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 Ja, mich auch. Und da ist sogar noch was da oben. Komme ich da mit Mama ran? Nee, ich glaube, da muss ich droppen von oben. Weil ich wünschte, wir hätten Mama früher bekommen, aber ich meine, ich verstehe auch, dass er das Game gebrochen, wenn man das hätte. Dass das eben nicht vorher passiert ist. Hä? Doch nicht? Oh, Nudelsuppe! Wer ist ein Burger? Dann können wir eine zumindest mitnehmen. Die andere müssen wir wohl oder übel mit liegen lassen. Das ist so traurig. Ich finde es so schade, dass man das Item Cap nicht erhöhen kann in dem Spiel. Oh nee. Weil die Items sind erst schon super teuer. Man kann sie halt nicht mal bewusst horten. Was? Was? Hallo? Das ist einfach nur stupid. Man hat ja nicht mal die Möglichkeit gehabt, sich daraus zu befreien. Also klar, ich hätte jetzt einfach umrüsten können auf eine andere Seele, aber das war ja einfach auch wieder absoluter Wahnsinn von dumm. Na komm her. Okay, dann so. Gott. Ich hasse es, wenn sie ein ganz kleines Stück zu hoch fliegen. Sodass du sie halt auch nicht mit einem normalen Schlag hättest erwischen können. Aber sie natürlich deinen Kopf genau treffen. So, komm her. Sehr schön. Nein. Schnell, schnell, schnell. Okay. Okay, fair. Alles fair. Alles noch fair.
So, du bist tot. Und wir werden mal zum Schaf, damit wir im besten aller Fälle hier drüber springen können, genau. Okay, das lief gut. Und ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Warum habe ich das getroffen? Oh, das war gut. Knapp und gut. Matamune. Schauen wir mal. Matamune. Was kannst du? Schneide dem Feind mit großem Schwert in Stücken. Oh mein Gott, 160 Furioku dafür. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Okay. Autsch. Kannst du mal bitte aufhören, einfach wieder im Felsen aufzunehmen vor meinen Augen? Das ist ja gemein. Es ist halt auch wieder so ein Gebiet, in dem Gegner gespammt werden wie sonst was. Aber ich weiß nicht, ob Konami hier dann einfach die Zeit ausgelaufen ist, um das Spiel halt zu publishen und sie deshalb einfach nur auf sowas... Oh, nee, nicht der Blockmann schon wieder. Auf sowas Cheapes wie das hier gesetzt haben. Ich nehme mal an... Oh mein Gott! Bitte noch mehr Vögel. Ist das hier Dark Souls 2 oder warum haben wir gerade so eine gigantische Gegnerdichte wieder? Okay, Blockmann? Ah, ich bekomme deine Seele doch nicht. Ich dachte gerade ernsthaft, man bekommt seine Seele, wenn man ihn besiegt, aber na, so will dazu. So. Hamburger, danke. Oh. Ja, wie weit geht das? Okay. Schnell. Das war ein Bait. Die Truhen sind Bait. Oh mein Gott, Leute. Das wird... Ich werde hier einen Cut machen und wir werden uns genau an der Stelle wiedersehen. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute. Ich habe den Schlüssel hier einfach so gefunden. Ich glaube aber nicht auf den Intended Weg, weil normalerweise sollte man das wahrscheinlich umgekehrt machen. Aber gut. Was zum... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir die zweite Variante des Blockmann besiegt. Ich glaube, er hatte auch nur zwei Formen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber er hatte, glaube ich, in meinem Menü zwei Formen. Wisst ihr, was ich übrigens sehr beeindruckend finde? Wir sehen ja die ganzen Handlanger von Seki und die kamen im Manga ja erst sehr spät vor. Ich weiß jetzt nicht, wann das Spiel rauskam. Würde jetzt mal so 2004, 2003 tippen, vielleicht sogar ein bisschen später. Und ich finde es beeindruckend, wie viele dieser Charaktere halt eigentlich so richtig Late Content sind. Oh, jetzt sind wir hier im Reverse. Okay. So, wir wissen, die Truhen sind Bait, wir rennen durch. Wir kümmern uns nicht um die Truhen. Okay. Und ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite gelandet, was auch ein bisschen ironisch ist.
essen wir Burger, um noch einen Burger mitzunehmen. Aber hey, jetzt stehen uns sowieso noch ein paar andere Möglichkeiten offen. Ich habe jetzt... Oh mein Gott. Ich habe übrigens auch eine Magatama-Perle auf dem Weg hier gefunden, weil ich den einen Pfad links einmal gelaufen bin. Nicht, dass es so viel gebracht hätte, aber meine, nett zu wissen, I guess. Okay, ich meine, das war fair. Das war fair, dass wir das so gemacht haben. Einmal 11 Schaden von so einem Piepmatz, das ist echt nichts. Okay, nice. So, rechts sind wir ja noch gar nicht lang gelaufen, das heißt, dem Pfad könnten wir uns mal... Ach so, oh, jetzt wo ich das sehe. Ja, okay, gut. Ich verstehe auch, wieso. Na gut. Ist aber nicht schlimm, weil die Seele hier müssen wir beispielsweise nochmal abholen. Matamune, genau. Und dann haben wir ja noch das mit den Freeze-Doggos da oben, wo ich eigentlich auch hätte runterdroppen sollen. Ich meine, ich kann jedes Mal, ja, wenn ich zu den Freeze-Doggos gehe, einfach, einfach den Anti-Freeze ausrüsten. Dann dürfte das ja auch kein Problem sein. Oh, come on. Jo, als ob du diesen Sprung nicht einfach so schaffst. Geht doch. Weird. Okay. Einmal Burger essen für eine Nudelsuppe. Werfe ich zweimal Burger für eine Nudelsuppe weg, aber ich glaube, effizienztechnisch ist das das beste Line-Up, was ich gerade habe. Also sollten wir es so belassen. Und dann gehen wir zum Eingang des Levels zurück. Ach komm schon, wie hast du... Ich hasse das so sehr. Bewegungstempo, Angriffskraft... Oh, ja, stimmt. Ich würde sagen, wir machen in dem Kontext Bewegungstempo einmal weg. Und... wie hieß er nochmal? Dead, genau, Bud, genau. Bud war das. So, und dann gehen wir mit Mama hier rein und dann tanke ich das ein bisschen, aber das ist absolut fein. Und keine Ahnung, wo die letzte Magatama-Perle im Spiel ist, aber es fehlt nur noch eine, denke ich. Zumindest, wenn ich meinen Lebensbalken ansehe. So, und da würde ich sagen, oh, wir hätten das mit reinnehmen können. Oh mein Gott, das war knapp. Oh, ich habe mich schon tot gesehen. Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Der eine Burger soll es mir wert sein. Aber nein, als ob! Wie unlucky war das denn? Okay, egal. Wir... Das war knapp. Wir gehen jetzt zurück zum Eingang. Diesen Eingang meinte ich eigentlich nicht, aber... Funktioniert das? Nee, das funktioniert nicht. Das ist der falsche Weg. Ach komm schon. Es müsste links und dann runter, nicht wahr? Damn. Genau hier runter. Und hier. Und hier. Nein! Oh, wäre ich jetzt deshalb gestorben, ich wäre richtig mad geworden. Okay, gut. So. Naja, der Pfeil ist egal, da sind nur 11 Schaden. Die habe ich lieber getankt als einen Stein, der mich gekrippelt hätte. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt nahe dem Levelausgang sind. Hatte dummer um, Yoshi. Musstest du mir noch ins Gesicht fliegen?
Okay, das war fein. Alles fein. Gerne mehr Gegner, die ich sofort töten kann. Bitte lass jetzt immer noch nicht Levelausgang. Nein! Ah! Come on! Nein! Okay, wir müssen... Ey, ich glaub's nicht, dass ihr die Nudelsuppe jetzt essen mussten. Wegen diesem dummen Hund. Also das Gegnerplacement hier ist so mies. Es ist lächerlich. Bitte. Eva! Nein, sag jetzt bitte nicht, dass das das Finale ist. Sieht ganz aus, als ob der Kampf gegen Magister endlich näher rücken würde. Danke, dass du mir zur Seite gestanden hast, Manta, aber jetzt solltest du zur Herberge zurück. Komm nicht in Frage, ich bleib bei dir, Jo. Du bist mein bester Freund, Manta, ich will dich nicht in Gefahr bringen. Er hat recht, du wirst ihm nur im Weg stehen. Du auch, Anna, geh mit Manta zurück zur Herberge. Bist du verrückt geworden? Ich bin Anna, das Geistermedium. Die zukünftige Frau des Schamanenkönigs. Ich werde bis zum Schluss an deiner Seite bleiben. Komm schon, versuch mich zu verstehen. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kampf mein Schicksal ist. Manta, Anna, Jo und ich werden von jetzt an alleine zurechtkommen. Der Endkampf ist nichts für Frauen und Kinder. Boah, das ist diskriminierend, Amidamaru. Aber Jo ist auch ein Kind. Das ist wohl wahr. Na gut, ich gehe zur Herberge zurück. Aber während ich weg bin, solltest du meinen Shikigami mitnehmen, Senki und Koki. Danke. Koki? Und Senki. Sei vorsichtig, Jo. Bitte komm mal ein Stück zurück. Na klar, pass auf pass für mich. Ich hab's nicht ganz gelesen. Pass auf Manta auf, vermutlich. Jo, bitte verliere nicht, weil ich dich nicht verlieren will, ja? Darf dir Sorgen zu machen, ich schaff das schon. Werde einen Weg finden. Jetzt geht bitte. Lass mich hier Abschluss des Levels sehen. Okay, gut. Und dann kann ich speichern. Ich habe nämlich jetzt schon sehr viel Angst gehabt. Okay, das heißt, im nächsten Part, der wird vermutlich nicht zu lang werden, der nächste Part. 5 bis 10 Minuten eventuell. Je nachdem, wie lange ich bei dem Boss brauchen werde. Aber der nächste Part müsste dann der letzte sein. Und wir sehen uns dann im Finalkampf wieder. Bis dahin, macht's gut.